Nach der Installation von Free at Home sollten Sie einige Einstellungen prüfen und gegebenenfalls ändern. Dieses Video zeigt Ihnen, um welche Einstellungen es geht und wo Sie diese finden. Bitte loggen Sie sich im Konfigurationsmodus ein und gehen Sie auf Free at Home Konfiguration. Die Kachelinformation Dokumentation zeigt die aktuelle Version sowie die angeschlossenen Geräte und die Betriebsstunden an. Unten rechts kann eine Dokumentation erstellt werden, die alle wichtigen Systeminformationen enthält. Unter Benutzerverwaltung können Sie die Rechte vorhandener Benutzer ändern, neue Benutzer anlegen und Benutzer löschen. Außerdem können Sie hier die Rechte der API-Zugriffe einstellen. Weitere Informationen zur Benutzerverwaltung finden Sie im Video Benutzerverwaltung. Unter der Kachel Free at Home Sys App finden Sie alle Informationen zu Ihrem System, den Verbindungen und den Integrationen. Gehen Sie zuerst auf Lokalisierung. Hier können Sie den Systemnamen des System Access Points ändern, die gewünschte Sprache und die Einheiten für Temperatur, Maße und Windgeschwindigkeit anpassen. Unter Datum und Uhrzeit stehen Ihnen zwei Modi für die Zeiteinstellung zur Verfügung. Der automatische Modus NTP-Zeitserver gleicht Online-Datum und die genaue Zeit ab. Die manuelle Einstellung nutzt die integrierte Uhr von Free at Home. Wir empfehlen, sobald der System Access Point mit dem Internet verbunden ist, Datum- und Zeiteinstellung auf den NTP-Zeitserver-Modus zu stellen. Dadurch ist auch die automatische Sommer-Winter-Zeitumstellung sichergestellt. Die Einstellung des Standortes ist wichtig für die Nutzung der Astro-Funktion. Das System erkennt anhand des Ortes, wann die Sonne auf- und untergeht. Die Zeitschaltuhr kann diese Funktion nutzen. Zum Beispiel können die LEDs an den Bedienelementen über die Astro-Funktion gedimmt oder ein- und ausgeschaltet werden. Das Menü Sicherungen verwaltet alle Projektsicherungen von Free at Home. In diesem Menü können Sie neue Projektsicherungen erstellen und speichern sowie vorhandene Sicherungen importieren. Unter Skripte können Sie zusätzliche, komplexere Vorgänge direkt ins System hochladen. Der Bereich Service ist besonders wichtig. Hier können Sie die Firmware Ihres System Access Points aktualisieren. Außerdem können Sie hier die Fernwartung aktivieren, sodass Ihr Installateur auf Ihr System zugreifen und Wartungsarbeiten durchführen kann, ohne vor Ort sein zu müssen. Unter Verbindungen My Buildings können Sie Ihren System Access Point mit Ihrem My Buildings Account verbinden und die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Sie sehen hier außerdem, welche Geräte aktuell verbunden sind. Im Menü Netzwerkeinstellungen können Sie die Netzwerkeinstellungen vornehmen und Ihr System per LAN oder WLAN mit einem Netzwerk verbinden. Sprechen Sie hierbei gegebenenfalls den Netzwerkadministrator an. Unter Integrationen können Sie lokale APIs einrichten und diese verwalten.